in den Kriegen von 1813 zum Verhängnis werden, weil er nicht mehr die Schnelligkeit hinbekommt, die seine früheren Bewegungen gekennzeichnet sind. Das ist sozusagen eine der paradoxen Geschichten des Jahres 1813, dass es nicht die Männer, sondern die Pferde sind, die über Napoleons Schicksal letzten Endes entscheiden. Die Französische Revolution hat zwei wichtige Voraussetzungen für die militärischen Unternehmungen Napoleons geschaffen. Bürger mit Nationalstolz ziehen in den Krieg und die allgemeine Wehrpflicht sorgt für genügend Nachschub. Inzwischen setzt Preußen nicht mehr allein auf Berufssoldaten. Ein Heer von Freiwilligen soll den Sieg sicherstellen. Von nationalen Gefühlen beseelt melden sich Zehntausende. Die Propaganda hilft mit rührseligen Bildern wie diesem, das die Verabschiedung Freiwilliger von den Eltern zeigt. Wir sind dabei, die ersten Volksheere zu sehen. Die Franzosen hatten das schon. Es gibt seit 1793 die Levée en masse, also die allgemeine Mobilmachung. Das hatten die Alliierten aber nicht nachvollzogen. Das haben die Preußen erst im Frühjahr 1813 genauso betrieben, als sie die Landwehr ausgehoben haben. Als also wirklich jeder, der waffenfähig war, auch tatsächlich rekrutiert werden konnte, um in den Krieg einzutreten, während es vorher nur klar definierte Heere gab. Das heißt, wir haben so etwas wie ein beginnendes Volksheer in Frankreich schon weitgehend fortgeschritten, bei den Alliierten noch nicht, aber sie sind da. Und wir haben gleichzeitig noch die alten Strukturen der Monarchen als Befehlshaber, zum letzten Mal in der Kriegsgeschichte. Die Akteure, die hier auftreten, sind natürlich die vordringenden Russen, also der Zar Alexander, der eine Vorstellung davon hat, dass man nicht Schluss machen sollte an der Grenze, sondern bis in den Hort des Verhängnisses hineinvorstoßen muss. Dann ist es das sich wieder abzeichnende Bündnis zwischen Preußen und Russland, wobei Preußen sich darüber im Klaren ist. Es kann nur wiedererstehen, wieder groß werden im Bündnis mit den Russen gegen Napoleon. Und die häufig gedemütigten Österreicher finden sich schließlich dann auch ein. Das ist eine schwierige Geschichte, denn schließlich ist ja eine Österreicherin auf dem französischen Thron sitzend, also die Frau Napoleons. Weil Josephine ihm keine Kinder schenken konnte, ließ sich Napoleon von ihr scheiden und heiratete 1810 die österreichische Kaisertochter Marie Luise, die den ersehnten Sohn zur Welt brachte. Nun gilt es, das Erbe des Königs von Rom zu sichern. Der Kaiser verlegt 80.000 Soldaten an die Elbe und lässt sie im April 1813 nach Osten vorrücken. Er gewinnt zunächst die Oberhand. Doch die Verluste an Menschen und Material sind gewaltig. Im Frühjahr stießen beide Heere dann auf deutschem Boden, vor allem in Sachsen, wieder aufeinander. Napoleon war in der Offensive, war eigentlich besser aufgestellt, aber hatte nicht genügend Kräfte, um wirklich einen entscheidenden Sieg durchzuführen. Und deshalb einigte man sich gewisserweise im Sinne beider Seiten sehr positiv auf einen Waffenstillstand, weil beide sagten, da können wir jetzt wieder ein bisschen sammeln und schauen, dass wir für die wirklich entscheidende Phase etwas zusammenbekommen. Und diese Phase des Waffenstillstands endet Ende August 1813. Und ab dem Moment beginnt ein seltsames Suchen dieser Heere nach der Entscheidungsschlacht. Die Preußen verhindern die erneute Eroberung Berlins. Schadow, bei dem Scharmützel als Landsturmmann selbst dabei, macht sich darüber lustig, wie der Berliner Bär den Soldaten hilft, die hochnäsigen Franzosen in Schach zu halten. Wegen starken Regens ist das Pulver nass und so gehen die Kontrahenten mit Kolben und Bajonetten aufeinander los. Napoleons Gefolgsmann, der schwedische Kronprinz Bernadotte, lässt die Erfolgsmeldung von der Zensur unterdrücken. Napoleon ist in der Tinte, behauptet der preußische General von Blücher im September. Noch aber stehen die Königreiche Bayern und Württemberg sowie die Rheinbundstaaten geschlossen hinter ihm. Als wankelmütig erweist sich ausgerechnet der König von Sachsen. Sachsen ist für Napoleon einer der wichtigsten Verbündeten, denn das Königreich Sachsen ist von ihm wirklich abhängig. Insofern ist es ein, aus Napoleons Sicht, ungemein verlässlicher Verbündeter. Also das ist sozusagen für ihn der festeste und zuverlässigste Posten im Osten. Und er weiß natürlich auch um die alte Rivalität zwischen den Sachsen und den Preußen. Insofern glaubt er, sich auf die Sachsen verlassen zu können.
Friedrich August von Sachsen, der gilt heute so ein bisschen als das unschuldige Opfer dieser ganzen Begebenheiten, die man im Jahr 1813 sah. In dessen Land spielt sich der Krieg ab. Der war mit Napoleon seit 7 Jahren eng verbündet, auch relativ gut befreundet. Und gleichzeitig war es jemand, der bis zum letzten Moment der Völkerschlacht in Leipzig ausgeharrt hat. Er hätte sich zurückziehen können, er hat es nicht getan. Das Interessante aber ist, dass die Rolle, die Friedrich August im Jahr 1813 spielt, eine unglaublich zwiespältige war. Der hatte faktisch bereits mehrfach die Fronten gewechselt. Als Napoleon in Frankreich war, um sein Heer neu aufzubauen, bekam man in Sachsen kalte Füße, die Russen und die Preußen marschierten an. Und man wusste natürlich, dass es durchaus die Absicht gab, Sachsen aufzuteilen, vielleicht sogar ganz Preußen zuzuschlagen. Das heißt, da versuchte Friedrich August, sich abzusetzen, mit den damals noch neutralen Österreichern Kontakt aufzunehmen und im Endeffekt Bündnisbruch zu begehen, Napoleon im Stich zu lassen. Der König laviert zwischen Habsburgern und Franzosen hin und her, versucht so seinen Thron zu retten. Schließlich entscheidet er sich für Napoleon und verärgert die Alliierten. So oder so werden seine Untertanen die Leidtragenden der bevorstehenden Auseinandersetzung sein. Für Sachsen war das Jahr 1813 ein absolutes Drama. Und zwar nicht deshalb, weil sie am Ende verloren haben, sondern weil das Land systematisch von April an ausgeplündert worden ist. Und zwar von allen Armeen, die kamen. Napoleon hatte eine Art der Kriegsführung entwickelt, die darauf beruhte, dass man nicht sich lange damit aufhält, große Massen an Versorgungssachen oder so mitzuführen, sondern die Truppen marschierten ein und requirierten das, was sie brauchten von der Bevölkerung, also aus den Ländern, durch die sie gerade durchzogen. Und da sich nun der ganze Krieg des Jahres 1813 überwiegend auf sächsischem Terrain abspielte und dann eben auch noch russische und preußische und später österreichische Truppen dazustießen, hatte man im Endeffekt eine Zahl von mehr als 1 Million Soldaten, die in einem Land von kaum 2 Millionen Einwohnern agierten. Das heißt, auf jeden Einwohner kam ein halber Soldat, der zu versorgen war. Und das war etwas, was die sächsische Wirtschaft extrem belastet hat, was dazu geführt hat, dass gerade als sich das Ganze dann auf Leipzig kaprizierte, alles, was in Leipzig selber noch vorhanden war und alles das, was in den Dörfern drumherum zu requirieren war, auch sofort beschlagnahmt wurde. Ein zeitgenössischer Stich zeigt die Flucht von Dorfbewohnern vor den Franzosen. Wer Pech hat, verliert schon im Vorfeld der Schlacht sein gesamtes Hab und Gut. Anfang Oktober 1813 konzentriert sich der Aufmarsch der Truppen schließlich auf Leipzig. Die Witterung ist schon empfindlich kalt und es regnet fast ununterbrochen. Die Flüsse Elster und Pleiße sind über die Ufer getreten und haben das Gelände in einen Morast verwandelt. Napoleon legt besonderen Wert auf strategisch günstige Lagerplätze, damit sich seine Soldaten von den Strapazen erholen können. Napoleon kommt am 14., also 2 Tage vor dem eigentlichen Schlachtbeginn, bereits in Leipzig an. Und er hatte einen Tag vorher bereits Befehl gegeben, dass man dort bitte alle Truppen zusammensammeln möge, weil er erwartete, dass es dort losgehen würde. Und das Übliche für ihn war, dass er den Moment der Entscheidung bestimmt, dass er das Signal zum Angriff gibt und er nicht darauf wartet, dass er angegriffen wird. Und es gab einen Moment, der war tatsächlich am 14. bereits, wo es hätte losgehen können. Nur da hatten weder er noch die Alliierten bereits die Hauptmacht ihrer Truppen zusammen. Es gab ein Reitergefecht im Süden von Leipzig, wo es schon ziemlich hoch herging, wo einiges aufeinander prallte. Aber beide hatten eben noch nicht sämtliche Kräfte versammelt, um das durchzuführen. Und dieses Reitergefecht war eher durch eine Patrouille der Alliierten ausgelöst worden. Und da hatten die Franzosen tatsächlich noch eindeutig die Initiative. Aber daraus entwickelte sich nicht die wirklich große Schlacht. Und Napoleon war überzeugt, es geht am 15. los. Aber darauf haben sich die Alliierten nicht eingelassen. Die sind einfach nicht gekommen. Die haben nicht so schnell vorangemacht, wie er sich das so vorstellte. Und ihm war es in dem Moment auch recht, denn es gab noch gewisse Truppenteile, die noch abseits waren. Also hat er gewartet. Er wusste aber, es wird losgehen. Dass es dann wirklich am 16. morgens losgeht, das konnte Napoleon am 15. einfach noch nicht wissen. Der preußische König beispielsweise war noch nicht eingetroffen. Es war nur der russische Zar bislang da. Der war auch in die Nähe der Stadt gekommen. Der österreichische Kaiser war noch auf dem Weg. Ich glaube, er hat eher damit gerechnet, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr in eine Hängepartie bringen würde. Fast 200.000 Mann schickt der Kaiser in die Schlacht. Auf dem Papier sind die Alliierten nur leicht überlegen. Doch etwas Entscheidendes ist anders als sonst. Napoleon bestimmt nicht mehr das Gesetz des Handelns. Ich fühlte, wie mir die Zügel entglitten, wird er später behaupten, und konnte nichts tun. Auf heroischen Schlachtenbildern beschreibt der Historienmaler Richard Knödel Jahrzehnte später den ersten Tag des Gemetzels. Im Norden Leipzigs greift preußische Kavallerie im Morgengrauen an, um möglichst viele französische Einheiten zu beschäftigen. Den Hauptstoß führen die 3 alliierten Monarchen im Süden der Stadt.
Napoleon organisiert die Verteidigung der französischen Stellungen. Da ging es tatsächlich dann auch los. Darum war er gar nicht so undankbar, dass dann doch seitens der Alliierten in diesem Fall die Initiative kam. Sein Problem war, dass er dann alles dort unten konzentrieren wollte und dass dann sehr überraschend eben die Armee von Blücher aus dem Norden auch noch dazu stieß. Damit hatte man einfach auf französischer Seite nicht gerechnet. Und in dem Moment gab es ein Chaos rund um Leipzig. Bestimmte Armeeteile, die Napoleon nach Süden beordert hatte, mussten plötzlich als Verstärkung in den Norden, kamen aber da wiederum nicht rechtzeitig an. Es gibt eine französische Armee, ein Truppenteil, der fast den ganzen Tag nur durch die Gegend marschiert ist, aber nie in die Kräfte, in die Kämpfe eingegriffen hat. Und man weiß nicht, was passiert wäre, wenn er diese 15.000, 20.000 Mann im Süden noch zur Verfügung gehabt hätte. Einen Tag lang stand es auf Messers Schneide. Und eigentlich wusste man nach diesem ersten Tag, Leipzig war umzingelt, die Alliierten würden weitere Verstärkungen bekommen, französische Truppen waren nicht mehr zu erwarten, dass da eine numerische Überlegenheit aufgebaut wurde, die nicht mehr gut für Napoleon enden konnte. Napoleon hat das Problem, dass er nicht die Beweglichkeit hat, die ihn in früheren Feldzügen ausgezeichnet hat. Die Beweglichkeit seiner Kavallerie und vor allen Dingen natürlich auch die Beweglichkeit der Artillerie. Er ist in einer Defensivposition und das gelingt ihm auch nicht, vermutlich auch aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit, aus dieser Defensive in einen Gegenangriff überzugehen. Das führt dazu, dass im Prinzip die Schlacht, nachdem es den verbündeten Mächten gelungen ist, Napoleon nicht einzuschließen, aber jedenfalls so etwas wie einen Halbring, um ihn zu schlagen, dass es ihm klar ist, wenn er dieses Gefecht jetzt weiter fortsetzt und den Kampf wieder aufnimmt, dann wird das mit seiner Einschließung und Vernichtung enden. Erbittert kämpfen die Kontrahenten um jedes Dorf. Eine Pfarrerstochter aus Seifertshain berichtet, die einbrechende Nacht machte dem heißen Kampf ein Ende. Das Gasthaus ward sogleich zu einem Lazarett gemacht, von dem später mehrere Tage dazu gehörten, das aufgehäufte Blut nur aufzuweichen. Der 17. Oktober ist ein Sonntag. Die Waffen schweigen, als wollten die größten Heermassen, die bis dahin jemals in Europa aufeinander getroffen sind, den Tag des Herrn ehren. Doch niemand geht zum Gottesdienst. Am zweiten Tag der Völkerschlacht wurde so gut wie nicht gekämpft. Es gab ein kleines Scharmützel nördlich von Leipzig. Ich will es auch gar nicht herunterspielen, da werden auch einige hundert Leute bei auf der Strecke geblieben sein. Aber es passierte überhaupt nichts Entscheidendes, denn die Alliierten warteten sehr ruhig darauf, dass ihre Verstärkungstruppen einmarschierten. Und die wussten einfach, für uns spielt die Zeit, wir müssen Napoleon isolieren und das sind wir ja gerade auf dem besten Wege, das zu tun. Und Napoleon kam nicht raus, hatte aber auch im Moment noch gar nicht die Möglichkeit, dann selber zur Initiative überzugehen. Er hätte einen Durchbruch versuchen können. Aber das war so gut wie aussichtslos, weil eigentlich alle Wege blockiert waren. Der einzige, der halbwegs offen war, war der nach Westen in Richtung Frankreich. Aber so schnell zurückziehen wollte er sich nicht. Die Franzosen haben schwere Verluste erlitten, über 30.000 Tote und Verwundete. Kapitulieren wollen sie nicht. Südlich von Leipzig belauern sich die Kombattanten. Napoleon hat seit nachts um 2 Uhr Truppen inspiziert und bezieht seinen Befehlsstand östlich von Probstheida. Früh um 5 Uhr verfasst der preußische General Gneisenau einen Brief an seine Frau. Ich schreibe dir am Morgen einer Schlacht, wie sie die Weltgeschichte noch nicht gesehen hat. Von ihrem Feldherrenhügel aus können die alliierten Heerführer beobachten, wie ihre Soldaten die französischen Truppen zurückdrängen. Napoleon entschließt sich endgültig zum Rückzug. Nach dem dritten Tag ist die Sache eigentlich entschieden. Denn Napoleon hatte schon in der Nacht zum 18. angefangen, seine Linien zu bereinigen, sich zurückzuziehen und fing an, den Begleittross, den er in gewissen Teilen dann doch dabei hatte, mit Marketendern und Versorgungsdingen, weg aus Leipzig zu schicken, nach Westen. Denn da gab es noch eine offene Straße. Das versuchte er so lange wie möglich vor den Alliierten zu kaschieren. Da gibt es wunderbare Potjomkinsche Dörfer, die errichtet werden. Er lässt Wagen zurück mit kleineren Besatzungen, damit man denkt, da sind noch die großen Verbarrikadierungen. Es werden immer noch Feuer entzündet, damit man denkt, aha, da sind die Franzosen des Nachts noch zugange. Und in Wirklichkeit ist diese Armee eigentlich schon langsam auf dem Rückzug und bestimmte Teile, die man nicht unmittelbar für die Kriegsführung braucht, werden auch bereits vorausgeschickt. Und da haben die Alliierten wahrscheinlich länger gebraucht, das zu verstehen, dass Napoleon die Sache eigentlich selber schon verloren gegeben hat, als man denken
führen sollte, was allerdings auch daran liegt, dass er selber mit seinen Truppen nochmal einen absolut furiosen Kampf geliefert hat. Wir sind im Süden von Leipzig in einer Intensität zugange, die es während der ganzen Völkerschlacht nicht nochmal gegeben hat. Da ist tatsächlich eine Art der Kriegsführung, die nur noch mit späteren Häuserkämpfen im Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist, wo man wirklich 5-6 Mal dasselbe Dorf immer wieder wechselseitig zurückerobert und mit Bajonetten Angriffe führt, die man sich gar nicht schlimm genug vorstellen kann. Und das Gleiche ist wiederum auch im Osten von Leipzig passiert, in einer Ortschaft namens Paunsdorf, wo sich die mittlerweile vereinigten alliierten Armeen in einem Maße mit den Franzosen bekriegt haben, dass Zehntausende von Opfern an diesem Tag zusammengekommen sind. Man kämpft und kämpft und kämpft und es gibt da jetzt nicht eigentlich die Chance, sich zu verdrücken oder zu sagen, es geht so nicht. Sodass wir also hier eine jener Schlachten haben, wo nicht der Fanatismus der Revolutionäre, der Begeisterung für die Nation, gegen die Stockdisziplin des alten Absolutismus antritt, sondern auf der Gegenseite ebenfalls ein solches patriotisches Element der Begeisterung. Also die Schlesische Armee Blüchers ist nicht mehr die alte preußische Armee, sondern die ist ganz anders aufgestellt und rekrutiert. Und insofern kämpfen die aus Disziplin und sicherlich auch für eine Idee. Und das Ganze führt dann dazu, dass diese Schlacht mit einer hohen Intensität abbrennt. Sozusagen die versammelten Massen, die sich im Verlaufe eines Tages in einen erloschenen Vulkan verwandeln. Das Dorf Möckern nach der Völkerschlacht heißt dieser Stich aus dem Jahr 1814. Ganze Landstriche liegen in Schutt und Asche. Schuld daran sind nicht allein Granatbeschuss und Häuserkampf. Denn die Welt erlebt an diesem Tag eine verhängnisvolle Premiere. Ein britischer Erfinder hat Raketen für den Seekrieg entwickelt. Um seine Idee besser vermarkten zu können, schlägt er den Einsatz einer Raketenbatterie zu Lande vor. Und so wird eine Einheit mit 150 Mann bei Leipzig eingesetzt. Es ist zwar nicht überliefert, wie viele Opfer diese Raketenangriffe gekostet haben. Was man allerdings hat, sind unglaublich viele Aussagen von Freund wie Feind über die verheerende Wirkung, die diese Raketen im Feld tatsächlich ausübten. Denn wir haben da Dinge, die mit mehreren hundert Stundenkilometern auf die Leute zurasten. Im Gegensatz zu Kanonenkugeln konnte man sehen, wie die auf einen zukamen, aber sie waren trotzdem so schnell, dass man ihnen nicht entkommen konnte. Und sie hatten Sprengsätze vorne drin, die, wenn sie denn detonierten, dann wiederum brennbares Material ausstreuten. Pech beispielsweise, was an den Kleidungsstücken der Soldaten haftet. Das heißt, die brannten als lebende Menschen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Schilderungen. Und auch wenn man eben nicht weiß, wie viele Leute es wirklich gekostet hat, so weiß man, dass die französische Front dadurch mehrfach zerstückelt worden ist, weil die Soldaten einfach in nackte Panik gegenüber dieser völlig unbekannten Waffe gerieten, von der sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Jetzt wird auch Leipzig selbst das Ziel alliierter Attacken. Kanonenkugeln setzen Häuser in Brand. In der Stadt herrscht Chaos. Man hatte nicht damit gerechnet, dass tatsächlich eine Stadt wie Leipzig beschossen werden würde. Man glaubte an den Nimbus der wunderschönen Handelsstadt. Man glaubte daran, dass die Schlachten sich außerhalb der Mauern abspielen würden. Und man dachte, gefährlich wird es erst, wenn jetzt wirklich der unmittelbare Sturm der Stadt bevorsteht. Und da haben die Alliierten sich einfach nicht dran gehalten. Die haben am dritten Tag relativ massiv angefangen, die Stadt zu beschießen. Was der genaue Zweck ist, weiß man bis heute nicht. Ich glaube nicht, dass sie damit jetzt großen Terror unter der Zivilbevölkerung verbreiten wollten, sondern ich glaube, es gehörte mit zur Zermürbungstaktik auch der dort natürlich behandelten Verletzten der französischen Armee oder auch der französischen Armeeführung, die dort natürlich wichtige Positionen in der Stadt noch innehatte. Napoleon hat die Schuldigen längst ausgemacht. Um 3 Uhr nachmittags, heißt es in seinem Heeresbericht, ging die sächsische Armee zu dem Feinde über. Am Morgen des vierten Tages der Völkerschlacht leistet die geschlagene napoleonische Armee außerhalb Leipzigs nur noch wenig Widerstand. 30.000 Mann sollen die Stadt verteidigen. Eine zeitgenössische Radierung zeigt den Beginn der französischen Retirade. Das Bild des fliehenden Kaisers wird zum Symbol des Sieges. In der Nacht zum 19. hat er selbst erkannt, da ist überhaupt nichts mehr zu wollen. Und dann setzt der Abzug auch der Truppen ganz massiv ein. Und Napoleon gibt sämtliche vorgelagerten Stellungen auf. Und darum ist am 19. zwar noch die große Eroberung der Stadt, aber im Endeffekt hat das überhaupt nichts Entscheidendes mehr, sondern das ist Symbolpolitik.
Als Verhandlungen über die friedliche Übergabe der Stadt ergebnislos bleiben, beginnt um 11 Uhr unter hohen Verlusten der Angriff. Am Grimmaer Tor gelingt einem Landwehrbataillon der Durchbruch. Gleichzeitig werden weitere Stadteingänge gestürmt. Gegen Mittag sind die Vorstädte in alliierter Hand. Unter großen Verlusten dringen die Truppen in die Innenstadt vor. Die Masse der Verteidiger versucht, den rettenden Elsterübergang nach Lindenau zu erreichen. Ein französischer Korporal zerstört übereilt die Brücke, um die nachsetzenden Feinde aufzuhalten. Unter den Flüchtenden bricht Panik aus. Hunderte ertrinken. Bonapartes ruhmvoller Rückzug von Leipzig den 19. Oktober 1813 bei Sprengung der Brücke höhnt diese Karikatur. Am nächsten Tag, als die Alliierten dann tatsächlich die Stadt gestürmt haben, da war es natürlich für Leipziger Bevölkerung extrem klug, im Keller zu bleiben. Denn wenn man eine Stadt stürmt, nimmt man nicht allzu viele Rücksicht auf die Zivilisten, die zufälligerweise gerade aus dem Fenster schauen. Das heißt, in 2-3 Stunden, sagen wir mal von morgens 9 bis 11, 12 oder sowas, war es tatsächlich so, dass man sich in Leipzig besser irgendwo in geschützten Ecken aufhielt. Aber in dem Moment, wo die Mauern gefallen waren und dann die Alliierten tatsächlich einmarschierten, war es auch wiederum so, dass nach allen zeitgenössischen Schilderungen die Leipziger Bevölkerung sofort da war und mit Fahnen ganz begeistert die Leute, die Einmarschierten, empfangen haben und sie gefeiert haben. Also so groß kann die Panik vor Granat- und Kanonenbeschuss eigentlich gar nicht gewesen sein, sonst hätte man das nicht riskiert. Richard Knötel stellt sich den Einzug der siegreichen Monarchen und ihrer Generäle Ende des 19. Jahrhunderts so vor. Keine Spur von Tod und Verwüstung. Tatsächlich trägt die Siegesfeier chaotische Züge. Stadt und Schlachtfeld sind zutiefst gezeichnet von dem Inferno. Überall liegen Tote und Verwundete verstreut, versetzen die Überlebenden in Schrecken. Der Anblick, schreibt Christian Gottlieb Schneider am 23. Oktober, einen Raum, wo innerhalb von 4 Tagen 100.000 Tote liegen. Das heißt, schon die Leichenbeseitigung war ein Problem, was man sich überhaupt nicht schlimm genug vorstellen kann. Man hatte plötzlich da die Seuchengefahr sowieso, aber auch was...